Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, heute auf dem Gabentisch haben wir mal wieder ein Bierchen aus Berlin, in Anführungsstrichen zumindest von der Berliner Kindel- und Schultheiß-Brauerei. Da haben wir ja schon mal ein paar Bierchen vorgestellt, unter anderem auch das Schultheiß. So, jetzt kommt hier ein Bierchen, ein Schwarzbier auf uns zu, das ich schon kenne. Das habe ich schon von einer ganzen Weile schon mal probieren dürfen. Ich glaube, das waren schon mal ein paar Flaschen gewesen. Und dementsprechend freue ich mich heute auch hier, den märkischen Landmann wieder hier auf diesem Kanal probieren zu dürfen. Finde ich toll, hatten wir nämlich noch nicht. Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt ist drin, 4,9% Umdrehungen und wie gesagt aus der Berliner Kindel- und Schultheißbrauerei. Ja, märkischer Landmann, wo gibt's das Ganze? Habe ich bekommen, lass mich lügen, ich glaube, das müsste beim Reichelt gewesen sein, wo ich es her habe. Ja, schaut so aus vom Etikett, finde ich gut, für ein Schwarzbier, passt auf jeden Fall, finde ich gut. Und hat wohl eine durchschnittliche Bewertung bekommen, habe ich schon mal so, ja, durchgelesen. Und, ja, ich würde sagen, machen wir mal auf. Hab Bock drauf. Zack, offen ist es. Ja. Ja, Kapsel riecht jetzt nicht so extrem. Schönes Wappen drauf, in Schwarz gehalten, so wie es sich für ein Schwarzbier gehört. Ja, Entspannungsverdampfung definitiv drin. Ja, dann würde ich sagen, unser Schwarzbierglas, der Willi-Becher, lassen wir laufen. So, Schwarzbier geht auch immer, ne? Irgendwie, ich finde, so passt zur Jahreszeit, ist super. Da trinkt man es gerne. Und dann machen wir mal den Becherchen voll. Ein Blümchen sollten wir hinbekommen. Jawohl, das schaut doch schon mal ordentlich aus. So, was haben wir denn da? Ist ein Bier. Ist ein Schwarzbier. Ganz klar, gibt sich als solches zu erkennen, finde ich gut. Sieht schon mal sehr, sehr lecker aus, finde ich. Stellt mir der Wirt dazu hin, würde ich auf jeden Fall als Bier akzeptieren und annehmen. Finde ich gut. So, Blume haben wir 1, 2, 3, locker 3 Finger breit, Cappuccino-Farben, cremeweiß, feinporig das Ganze, viele kleine Luftbläschen obendrauf. Typische Schwarzbierblume. So muss das aussehen, finde ich gut. Und bleibt, ja doch, ein wenig bleibt es an der Glaswand haften, finde ich auch gut. Das heißt, auch genug Proteine sind dort drin enthalten. So, was haben wir denn da im Glas? Ja, es ist jetzt, muss ich dazu sagen, erinnert mich das Ganze nicht wirklich an ein Schwarzbier, weil wenn ich mir das so angucke, es ist schön filtriert. Man kann tatsächlich hier die Finger da im Hintergrund noch erkennen. Es ist also nicht komplett schwarz. Da haben wir schon, wie gesagt, ich sag's immer wieder, der schwarze Abt oder aber auch das gute alte Guinness natürlich. Da haben wir ja schon so einige Biere, sage ich mal, durch. Das Ganze hier ist tatsächlich braun. Ich würde es als Braunbier bezeichnen. Ja, Karbonisierung ist auf jeden Fall vorhanden und das reichlich. Es perlt hier ordentlich, recht zügig nach oben. Finde ich gut. Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Hätte mich jetzt auch gewundert. Und das Ganze sieht auch recht saftig, erdig aus. So von der äußeren Erscheinung her auch eine gewisse Tiefe innen drin. Also alles andere als wässrig. Finde ich gut. Schicken wir nochmal schnell den Rest dort oben rein. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da noch ein bisschen so, noch was rausriechen können. Die Blume steht übrigens recht gut. So schaut das doch schon mal recht appetitlich aus. Wenn ich das so stehen sehe, wenn es ein Braunbier ist, war jetzt klar, 10 von 10 Punkten. Sieht verdammt lecker aus, oder? Schaut euch das mal an. Wollt ihr doch am liebsten jetzt so durch den Monitor am liebsten greifen, oder? Und das Bier mir mopsen. Ja, Leute, ne? So, machen wir mal anstuppern. Ja, sehr intensiv im Geruch. Sehr intensiv im Geruch. Deutlicher Malzkörper, der sich hier zeigt. Lieblichkeit, Röstaromen, leicht schokoladig. Sogar ein bisschen Fruchtkörper, glaube ich, rausbringen. Will ich mich nicht festlegen. Ja, das erwarte ich, so wie es duftet, so erwarte ich das auch tatsächlich von einem Schwarzbier. So sollte es duften, durchaus Röstaromen muss man schon rausriechen können. Starker Malzkörper, der gerne auch ein bisschen lieblicher sein kann. Dieses Liebliche ist vielleicht das Fruchtige, was ich rausgerochen habe. Werden wir mal gucken. Ich würde sagen, Freunde, wir machen jetzt einen Andruck. Märkischer Landmann. Dann wollen wir den uns mal zu Gemüte ziehen hier. So, ihr Lieben hier, auf euch zum Wohl, auf das Bier, auf den Genuss und dann mal los hier.
Okay. Erstaunlich malzig. Ich muss ja kurz noch mal einen kleinen Nachtrunk nehmen, Freunde. Ja. Grundauf ehrlich beim Antrunk. Das wollen wir jetzt klar sagen. Mittelweiches Brauwasser kennen wir schon aus der Berliner Kindl- und Schulteis Brauerei. Brauchen wir uns nichts erzählen. Da passt alles soweit, ist alles stimmig. Von den Nuancen her allerdings, muss ich sagen, wird man fast erschlagen vom Malzkörper, der gar nicht so lieblich daherkommt, wie es vielleicht riechen mag. Der ist eher ein bisschen stumpfer, ein bisschen matter, ein bisschen aufdringlicher tatsächlich. So nicht so samtig, legt sich nicht direkt auf die Zunge nieder und somit wirkt das Ganze ein bisschen kantig, ein bisschen ruppig, halt rauer. Ja, dann haben wir auch noch ein bisschen Hopfenherbe tatsächlich da drin. Die merkt man auch wieder im hinteren Bereich der Zunge. Ja, eine gewisse Fluffigkeit durch die Blumen natürlich, das finde ich wiederum ganz gut. Wässrig auf gar keinen Fall, eher ein bisschen saftig, auch eher ein gemütlicher Vertreter. Ist kein dynamisches Bier. Das will gar nicht so schnell getrunken werden. Ich glaube, das möchte lieber ein bisschen länger im Mundraum behalten werden, sodass sich hier die einzelnen Nuancen tatsächlich voll entfalten können. Allerdings, ich erahne es schon, wird es jetzt gar nicht so spektakulär werden, weil dafür ist im Antrunk schon zu wenig, zu linear. Ich glaube, im Mittelteil wird es jetzt auch so weitergehen. Probieren wir einfach nochmal. Definitiv ein gemütliches Bier. Alles andere als dynamisch. Lieblichkeit kaum. Geht eher ins Säuerliche rein. Die Röstaromen sind vorhanden, von da kommen auch die Säurefaktoren. Die Säurekomponenten, die lösen sich von den Röstaromen, daher ist das ein bisschen säuerlicher gehalten, mittlerer Zungenbereich. Ein bisschen Zitrusfrucht vielleicht. Er hat einen Malzkörper, ganz, ganz intensiv, ganz malzig das Ganze. Nicht zu verwechseln mit Malzbier. Malzbier ist wesentlich süßer, lieblicher. Hier wie gesagt eher säurer, matter, rauer, das Ganze kratziger auch. Den Alkohol merkst du gar nicht, der ist komplett rausretuschiert. Ja, im hinteren Bereich, ganz klar, da haben wir dann nochmal ein bisschen was Bitteres, ein bisschen die herberen Nuancen, die sich melden. Ja, ein bisschen torfig tatsächlich auch. Stimmig. Ja, Körpercharakter vom Märkischen Landmann, ganz klar der Fokus. Getreide-Malz-Komponenten, ganz weit vorne, schmeckt richtig blumig, körnig, kernig, so muss es sein, ein bisschen erdig auch, torfig, das ist das, was im Vordergrund steht. Im Hintergrund ganz leicht hat man eine Säure, Zitrussäure, Röstsäure von den eher röstigen Aromen, die geben ja auch immer ein bisschen Säure ab und im hinteren Bereich, fast schon vor dem Herunterschlucken, ganz hinten eins tief an der Zunge, da hast du dann halt die Hopfenherbe, die meldet sich so ein bisschen, aber auch rauer. Das Ganze ist durch einen rauen, sehr rauen Teppich, ein sehr kantiger Teppich, umzogen, ummantelt. Sodass das Ganze nicht so samtig, nicht so elegant daherkommt, eher so ein bisschen robuster halt. Ne? Ist nicht schlecht, ist grundauf ehrlich, kann man trinken, kann man definitiv seinen Gästen anbieten. Da macht man nichts falsch, denke ich mal, vorausgesetzt man mag dunkle, in diesem Fall Schwarzbiere. Und dann hat man soweit, glaube ich, alles richtig gemacht. Allerdings, ein Highlight, Leute, ist es nicht. Machen wir nochmal schnell einen Abgang, fertig. Ja, hier, boah, puh, Schluckverhalten auch hier. Kompletter Halsbereich, auch eher ein bisschen rauer das Ganze. Kurzum, es ist ein ehrliches Bier, es ist ein stimmiges Bier. Man kann es trinken, es ist lecker, allerdings, man sollte kein Highlight erwarten. Da gibt es Schwarzbiere, die sind wesentlich besser, hatten wir schon auf dem Kanal hier vorgestellt gehabt. Dennoch, hin und wieder kann man es gerne mal trinken.
Das ist absolut. Sogar im Sommer vielleicht bei einem Grillabend. Sonne geht unter, kann ich mir vorstellen. Kann man locker machen. Kann man auch über dem Grill kippen, über das Kotelett oder so. Würde gut Aromen annehmen, weil es halt nicht so lieblich ist. Ja, würde ganz gut passen. Was ich ein bisschen schade finde, dass es ein bisschen zu ruppig daherkommt. So ein bisschen zu rau. Also zu einfallslos und zu rau. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Samtigkeit gewünscht und ein bisschen mehr Feinschliff. Ein bisschen besser ausbalanciert. Das Ganze ein bisschen eleganter zu machen. Das hier ist, will irgendwie so aufgesetzt ehrlich sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Dennoch finde ich es grundsolide. Kann man trinken. Zum Essen wunderbar. Auch herzhafte Kost. Perfekt. Ja. Schwanke noch. Aber muss auch ehrlich sein. Also, ach, oder? Doch, ich gebe 3. 3 von möglichen 5/6 Punkten und damit sind wir beim absoluten Durchschnitt angelangt. Ich hätte jetzt fast noch gesagt, komm, wir geben 4 Punkte. Allerdings, ich schätze, wenn man dann die dritte oder vierte Flasche hat, dann wird es noch langweiliger. Deswegen sind wir fair, machen wir 3 Punkte draus. Und damit ist der Bier-Soufflé draußen. Da kümmere ich mich jetzt noch drum. Ich sage, schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bier-Soufflé.